Willkommen zurück, Workers and Resources, liebe Genossen. Es läuft, die Republik läuft. Das einzige Problem, was ich hatte, ich habe tatsächlich hier Leute ohne Wohnung gehabt. Und ich habe schon wieder Leute ohne Wohnung. Ich habe nämlich hier extra noch eine neue Wohnung gebaut. Aber die kriegen immer noch einen Haufen Babys. Zwei Leute haben keine Wohnung. Da glaube ich nichts mehr frei. Wie gesagt, ich habe schon was Neues gebaut. Ich meine, das ist ja auch alles eine Versorgungsfrage. Deswegen zu schnell zu groß werden ist natürlich jetzt auch nicht. Sondern vor allem, ich habe es getestet, alles was ich jetzt außen rum stelle, kriegt dann Nahversorgungsprobleme. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Die von da, also das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht kann es mir irgendjemand mal sagen, der Erfahrung damit hat. Werden die von da nach da mit dem Bus fahren, um da ins Kino zu gehen? Nur als Beispiel. Oder gehen die nur ins Kino, wenn sie zu Fuß hinlaufen können? Was ich gemacht habe, ich habe überall solche Symbole aufgestellt. Das einzige Gebäude, was kein von so einem Symbol beeinflusst ist, ist das neue. Damit meine Regierungsloyalität ein bisschen steigt, ist bei 50%. Ich hätte sie gerne ein bisschen höher. Ich habe überlegt, die Kneipe zu schließen, weil 28% alkoholabhängig ist, ist auch nicht so der Burner. Hab's aber jetzt noch nicht gemacht. Ist hier noch Platz? Nee, ich bin wirklich. Einfach nur knagelt voll. 51 Leute behaupten, sie haben keinen Job, weil sie müssten hier arbeiten oder vielleicht hier arbeiten oder da arbeiten. Ich meine hier. Gut, hier ist gerade ein Bus, okay, die kommen jetzt, die Arbeiter, aber es ist ja nicht so, dass hier irgendwie Probleme hätten. Der hat nur 21 Arbeiter dabei. Also Leute, daran kann es nur wirklich nicht liegen. Platz genug haben wir auch an der Bushaltestelle, also Attacke. Ja, was angefangen hat, die Ernte hat angefangen. Wir haben jetzt hier 6 Tonnen Pflanzen drin, ist noch nicht der Burner, das erste Feld ist komplett leer. Hier wird jetzt schon geerntet, auch das große hier wird geerntet und hier beginnt die Ernte jetzt in wenigen Augenblicken. Wir sind bei 99% hier. Dann geht es auch hier los. Wir können das Ganze beobachten, 100%. Müsste eigentlich der Mähdrescher hier loslegen. Über Mähdrescher. Warum willst du nicht? Ah, jetzt fährt er los. Ich wollte gerade sagen, ich hätte da was für dich. Jetzt fährt er los. Also jetzt kommt dann doch relativ zügig Pflanzen rein. Bin mal gespannt, wie lange mir das hinten raus ins Jahr reicht. Hier ist jetzt erstmal schon mal viel da. Also hier kaufe ich jetzt erstmal keine Pflanzen mehr ein. Wir können kurz einen Blick. Ich habe es, glaube ich, 2 Monate weiterlaufen lassen. Bin mir nicht ganz sicher. Währenddessen. Also im letzten Monat können wir mal reingucken. Wir haben exportiert 37.000 Öl, 7.000 Kleider und ein bisschen Bretter. Wir haben importiert jede Menge Baumaterialien und unter anderem 1.800 Pflanzen. Das dürfte jetzt auf, ja, vielleicht nicht ganz null, weil es ja jetzt nicht zum 1. August begonnen hat. 7 Rubel Verkleidung ausgegeben, das ist wahrscheinlich fürs Gefängnis. Ja, da habe ich auch ein paar eingekauft, das sind aber allerdings Baumaterialien. So, ich habe auch das Problem oben gelöst, genau, das, da habe ich ja noch gehirnt. Ich musste nur diese Verbindung hier, nur einseitig, weil es ist nicht so, dass das hier rüber da gelandet ist. Das funktioniert nicht wegen der Kreuzung, es ist aber hier rüber direkt da drin gelandet. Das war das Problem, das habe ich ausgeschalten. Jetzt haben wir hier im Freilager 17 Tonnen Holz liegen und knapp 40 Tonnen Bretter. Das heißt, es ist dann eigentlich auch schon voll. Ansonsten, ja, Strom läuft nach wie vor. Wir sind noch nicht mal bei 1 Megawatt. Also da haben wir auch keine Probleme. Ich lasse hier einen Tankwagen fahren die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, wie ich es anders machen soll, weil der Abwasser... Verbindung von den zwei nach unten. Das kostet halt einen Haufen Geld.
Da verblase ich lieber ein bisschen Sprit. Oben bei meinem wunderbaren schwarzen Gold. Ich hätte hier noch eine Pumpe, die ich anbinden könnte. Ich will es aktuell nicht machen, weil ich spare auf das Chemiewerk. Ich könnte das Chemiewerk jetzt bauen, allerdings wäre ich dann wieder blank, deswegen warte ich ein bisschen. Und hier oben wäre noch eine Pumpe mit 50%, glaube ich. Die beiden Pumpen will ich anschließen. Die Pumpe, die lasse ich direkt abholen, die lasse ich nicht über das Tanklager hier laufen. Ich habe übrigens ein Fahrzeug rausgenommen, weil, nee, das habe ich jetzt in der Pause, glaube ich, gemacht. Bin ich ganz sicher, also mit einem Fahrzeug steigt es ganz leicht langsam an. Bedeutet, jetzt sind fünf Fahrzeuge am Werk, fünf Fahrzeuge auf drei Pumpen ist quasi 5,5 wäre der Sweet Spot. Es geht aber nicht. Außer ich wechsle das Fahrzeug und nehme ein größeres. Vielleicht wird es gehen, wenn ich so einen 11-Tonner einsetze, anstatt die 7-Tonner hier. Ich muss auch hier gucken wegen der Abnutzung. Ich meine, das ist alles noch überhaupt kein Problem. Die fahren ja jetzt erst hier 130 Kilometer, aber darf man nicht vergessen. Ja, hier bin ich mir jetzt nicht sicher wegen dem Anschluss. Also ich könnte, wenn man das im Untergrund betrachtet und mal in die Flüssigrohre reingeht, ich könnte das natürlich hier direkt anschließen. Also die Pumpe einfach hier direkt anschließen. Dann würde das direkt in den Tank reinlaufen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, das wird jetzt eh momentan nicht gebaut. Weil ich das Geld sparen will. Für mein Chemiewerk. Aber es läuft. Wir haben im letzten Monat 14.000 Rubel Gewinn gemacht, obwohl wir ein bisschen was gebaut haben. Jetzt sind wir schon bei knapp 20.000 Rubel Gewinn. Wenn das Chemiewerk steht, dann sparen wir nochmal ordentlich ein. So, die Pflanzen, wie schaut es hier aus? Jawohl. Jetzt könnte ich natürlich das Warenhaus hier schon mal bauen lassen, ja. Ich hätte natürlich auch noch ein paar Dollar übrig, aber ich will mir die Dollar aufbehalten. Wir machen das mit Rubel. Und dann, wenn ich das Chemiewerk gebaut habe, ich glaube, dann baue ich auch mein eigenes Baubüro und beginne die Dinge dann selbst zu bauen. So, jetzt kann ich dem hier zum Beispiel endlich meine Aufgabe geben. Du darfst das hier, du sollst das, nee, du sollst da entladen. Und du darfst ruhig auf 100% gehen, pflanzen. Und du belädst dich hier und du belädst dich da, genau. So, was kam da für eine Nachricht? Neuer Fahrzeugtyp, oh, neuer Bus. Rubel erhältlich. ASM11. Das würde ich mir mal kurz anschauen. Was das denn ist. ASM11. 82 Passagiere. Okay. Zwei mehr wie der hier. Wird aber langsamer. Hat mehr PS. Der Kiesstraße unerheblich, bringt mir nichts. So, hier wird mittlerweile alles beliefert. Hier haben wir 63 Tonnen drin. Das hier wäre wahrscheinlich langsam an der Zeit, mal leeren zu lassen. So, hier sind halt einfach nur 21, 12, 16 Arbeiter drin. Gleichzeitig beklagen sich 48, sie haben einen Job. Das beißt sich irgendwo. So, ich kriege 160 Tonnen. Ich nehme an, oder Chemikalien 60 Tonnen rein und nicht un. Wenn ich die Menge begrenzt, sieht das Ganze natürlich so aus. Aber das ist okay. Aber hier soll ja sowieso... Soll ja erstmal. Nur Pflanzen und Chemikalien gebunkert werden, ja. So, hier kommen jetzt die ersten Pflanzen, jawohl. Die sind dann für das Chemiewerk. So, ich gehe mal kurz in den Untergrund, weil dann baue ich mir mal die Dinger hier und guck mal, wie viel das kostet. 6.000, das ist ja brutal.
Die Rohre sind schweineteuer und das kostet auch 4000. Forschung abgeschlossen. So, und das Ding kostet auch nochmal 800. Und das Ding kostet nochmal 1500. So, jetzt habe ich... Oh, ich hätte Geld für das Chemiewerk. So, was haben wir denn abgeschlossen? In der Parteizentrale. Verteilungsbüro, jawohl. Ich kann das Verteilungsbüro jetzt endlich bauen. Das schaue ich mir doch direkt mal an. Ja, Verteilungsbüro klein, Verteilungsbüro normal. Bio- und Entladestation 2, Stellplätze für 12 Fahrzeuge und hier aber 5. Das kostet mich halt 34.000 Rubel. Aber... Containerverladeanlage, okay. Aber ja, dann hat man halt alles in einem. Braucht nicht 25 verschiedene machen. So, ich soll auch irgendwann mal eine Werkstatt bauen, das weiß ich auch. Hier technische Dienste. Gibt es ja auch große. Hier Werkstatt klein. Kostet mich 8.700. Da muss ich halt fast alles einkaufen. Das Einzige, was ich theoretisch... Was heißt theoretisch? Das Einzige, was ich selber mache, ist Stoff. Ich baue das Ding jetzt. 49.000 ist halt schon knapp. Ich warte, bis ich 60.000 Rubel habe. Weil nicht, dass dann irgendwie für einen kleinen Moment nichts mehr exportiert wird. Und ich dann kurz wieder Stromprobleme kriege oder sowas. Warten wir einfach kurz. So, wie schaut es hier aus? Ihr habt 58 Tonnen Pflanzen. Ihr habt 9 Tonnen Pflanzen. Und hier kommt nochmal 10 Tonnen, jawohl. Jawohl, das wird alles sehr schön, wird alles geerntet. Hier haben wir 216 Tonnen drin. Ja, super. Und wenn ich den dann nächstes Jahr, die Felder sind bei 32%, das ist doch auch nicht schlecht. Ich nehme nächstes Jahr das Ding, glaube ich, dazu. Dann platzt mir wahrscheinlich alles. Wobei, ich meine, ich verbrauche natürlich auch entsprechend. Hier haben wir 164 Tonnen drin. Also ich glaube nicht, dass mir das ein Jahr lang reicht. Ich glaube, mir gehen die Pflanzen vorher aus. Und es muss ja immer ein Jahr lang reichen, damit bis zur neuen Ernte wieder genügend Pflanzen da sind. Das haben wir nicht vergessen. So, in der Parteizentrale können wir übrigens wieder was... Zugverteilungsbüro brauche ich nicht. Containernorm, weiß ich nicht. Soll ich gucken, was es damit auf sich hat, oder soll ich das mal in die Rangliste? Komm, ich gehe in die Parteimitglieder rein. Studenten, die warten. 42. Und ich habe gerade mal 2 Kommissare. Forschung aussetzen. Ich muss mir mehr Politkommissare ausbilden. Muss ich erst machen. So, hier läuft die Treibstoffherstellung. Das geht noch nicht. Danach muss man laut Forschungsbaum, glaube ich, noch die Raffinerie erforschen. Moment, ich schaue kurz nach. Medizinische Universität lassen wir erstmal noch. Große Monumente. Hier, genau. Ich muss erst noch die Raffinerie machen. Ich glaube nicht, dass ich unten machen muss, sondern ich kann von den Bitumen auch zur Raffinerie kommen, aber dann kann ich keinen Treibstoff herstellen. Jetzt kann ich Treibstoffherstellung, die Raffinerie erforschen, dann kann ich aber noch keine Bitumen machen. Ich denke, so ist es gemeint. Und dann soll ich vielleicht auch noch die geologische Karte irgendwann mal angehen. Aber erstmal will ich die Treibstoffherstellung. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Ah, so, okay. So, wir haben 57.000. Jetzt bauen wir es. Attacke. Wir haben 50.000. Und wenn das Ding steht, dann, wie gesagt, dann spare ich auf dem Baubüro und dann will ich in Zukunft alles selbst bauen. So, das Chemiewerk steht.
Jetzt müssen wir natürlich jenes Verteilerbüro, das kriegt jetzt das Chemiewerk dazu. Genau, du entlädst Pflanzen hier. Nein, nein, nein. Die Pflanzen kommen ja von da. Genau. Die laufen von da rein. Den Rest, den muss man jetzt erstmal zukaufen. Kies und Öl. Das müssen wir kaufen. Wasser bekommt er. Holz, genau. Jetzt muss ich hier. Aber wahrscheinlich kein Geld dafür. Ich kaufe den kleineren. Wir hatten es ja vorhin gesagt, 7 Tonnen Holz reichen. Das Lager ist nur 10 Tonnen Holz groß. So, genau. Und jetzt können wir nämlich sagen, lade hier und entlade da. Moment, ach, das haben wir ja schon drin. So, du sollst hier Holz entladen. Und im Freilager sollst du Holz lagern. So. Wir müssten doch jetzt eigentlich von hier. Es sind keine Arbeiter da. Ich sollte vielleicht noch ein paar Wege bauen. Wie die. Gut. Wirklich verkürzen tun sie es auch nicht. Ich nehme auch ein paar raus. Ich gehe mal nur auf 30. So, Wasser ist da. Ich nehme an, die holen sich das von da. Gesamtkapazität 200 Tonnen, ja, das ist okay. Das sind aber nur. Naja, holen die sich jetzt. Also Holz kam jetzt. Okay, die Pflanzen scheinen. Ah, die Pflanzen kommen von hier. Okay, das wird hier dann gar nicht mehr angezeigt. Okay, jetzt laufen die ersten Chemikalien. Jetzt darf das verteilen. Moment, die haben 6, die haben 5. Genau, jetzt dürfen die. Jetzt dürfen die aber. Das hier. Das hier und die Wasseraufbereitung. Entladen, Chemikalien, Chemikalien. Chemikalien, genau. Und in der Chemieanlage dürfen sie natürlich auch noch Chemikalien laden. Ja. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Außer, dass meine Müllhalde voll ist und ich es nicht bemerkt habe. Verdammt. Wahrscheinlich sind die ganzen Müllplätze mittlerweile voll. Ja. Okay. Was mache ich? Exportieren kostet Schweinegeld. Eine zweite Müllhalde bauen. Erstmal. Bis ich mich dem Problem annehmen kann, muss ich erstmal eine zweite Müllhalde bauen. Muss mir das mal kurz angucken hier. Die wirklich alle voll mittlerweile. Ja. Ja. Ah, hier ist. Ja, okay. Ja, voll schon, aber sind noch nicht alle überfüllt. Wo bringen die denn ihren Müll hin? Ach hier. Ja. Okay,
okay, das ist alles überfüllt. Okay. Ja, nee, dann muss man bauen. Hä? Habe ich es jetzt nicht gebaut? Nee, ich habe es tatsächlich nicht gebaut. Warum nicht? Ich habe doch gebaut. $19.000 kann ich mir nicht leisten. Nee, dann machen wir so einen. So, jetzt aber. So, und jetzt technische Dienste. Mittel 2. Habt ihr das jetzt hier? Nee. Sondermüll. Mischter Müll. Auch da rein. Okay, so eh voll. Krankenhaus, okay, Krankenhaus, gemischte Müll, Sondermüll. Den Sondermüll eigentlich trennen vom gemischten Müll mittlerweile. Hier ist noch beides drin. Ach, verdammt, hier, das ist jetzt ein Ding, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Moment, das. Okay, der bringt jetzt den Sondermüll hier hin. Wo bringst du deinen gemischten Müll hin? Nirgends. Du fährst halt einfach voll durch die Gegend. Du fährst einfach voll weiter. Weil hier jetzt der Sondermüll drin ist. Verdammt. Nochmal $4.000. Ja, komm, egal. Nochmal $4.000 ausgeben. Noch habe ich ja Dollar. So, Attacke. Und hier kommt aber jetzt. So, hier kommt aber jetzt der gemischte Müll rein, genau. So, gemischter Müll. Hier hin. Ja. Nicht Biomüll, hier kommt der gemischte Müll hin. Ich sollte mich um eine Entsorgung des Mülls kümmern, ich weiß, aber momentan, jetzt sieht es gerade eh wieder ein bisschen dünn aus. Hier eine Forschung abgeschlossen. Technische und Treibstoffherstellung, sehr schön. Dann gehen wir da mal rein. 241. Ich habe hier auch sehr viele wartende Personen. Ich warte jetzt mal noch. Schaut hier mit der Ernte aus. Kostet mich der 31.000 plus die ganzen Fahrzeuge noch. Aber ich würde den schon gerne nehmen. 388 Tonnen. 316 Tonnen. Hier kommt noch ein bisschen was dazu und hier kommt halt schon auch ordentlich was dazu. Wir haben gut die zwei Drittel jetzt erst geerntet. Okay, ja gut, das Auslernen dauert natürlich auch. Klar, mit den Greifern wird es besser gehen, aber die waren mir gerade zu teuer. So, okay, hier ist tatsächlich geleert. Ja, das ist gemischter Müll. Läuft das jetzt unter gemischter Müll? Ja, ich habe hier gemischter Müll 18. Moment, kann ich das separieren jetzt? Ja.
Nicht zur Mülltrennung erzogen, nur Industriegebäude trennen Müll. Ja, okay. Fahrzeugtyp. Kipper, Feuerwehr, kleiner Container, Tank, Offenkühlung, Schneepflug. Okay. Okay. Wahrscheinlich wieder ein paar Wohnungslose. Ein paar ist gut, ich habe 79 Leute, die keine Wohnung haben. 80. Kann man die irgendwie dazu bringen, dass sie nicht so viel vögeln? Und immer noch 241 Kinder. Gut, ich meine, sterben natürlich auch ab und zu mal ein paar Leute, aber ich kann denen jetzt momentan keine Wohnung bieten. Wie schaut's aus? 17, 18 Tonnen Chemikalien. Warum wandert das jetzt nicht darüber? Steht Warenhaus Export. Muss doch jetzt nicht für alles hier immer so einen komischen Gabelstapler hinstellen. Das müsste doch auch automatisch gehen. Gut, ich könnte dem natürlich sagen, dass er gar nicht hier ins Chemiewerk fahren soll, sondern dass er bitte dahin fahren soll. Das war, ist vielleicht ein Fehler von mir gewesen. So, Moment, Holz hat er genügend, genau. Ordentlich miese gemacht bisher im September. Zickt halt immer noch relativ schnell runter, weil ich kaufe halt immer noch sehr viel ein. Jetzt arbeiten nur noch 9 Stück. In der Kleiderfabrik. 15 jetzt immerhin. Da hier sind jetzt ein paar rein. Und wie viele Chemikalien habe ich denn jetzt hier? 3 Tonnen, okay. Hier fehlt, hier kaufe ich einen. Hier nicht. Wo war es noch? Hier genau. Hier scheine ich auch nicht einzukaufen. Jetzt kommt wieder ein Sprung. Und hier. Moment, habe ich das drin in dem Verteilerbüro? Meine ja. Ja, Stofffabrik, genau. Ich meine, hier ist voll, hier wird nichts verbraucht, aber. Mal gucken, wie mein Chemieeinkauf jetzt gefallen ist. Schaut so aus, ist alles. Hier ist jetzt tatsächlich alles geerntet. Ich habe 24 Tonnen plus 40 Tonnen hier. So, hier habe ich über 500 Tonnen und die Felder sind noch nicht ganz leer. Ist da ein scheinender Unterschied. Währenddessen ist das Lager voll. Das Lager geht so, aber kommt hier, glaube ich, jetzt. Ja, hier kommt noch eine Ladung. So, der holt wieder ein paar Chemikalien ab. Auch nicht so der Burner. Dann bringe ich die hier hin. Gut, im Prinzip egal, wo er sie hinbringt. Ich meine, ich muss sie nicht einkaufen. Mach Gewinn. Okay, der September war natürlich jetzt aufgrund der Investitionen. Was haben wir mit Krediten aus? Schulde noch 18. Zinsen seit 6,3%.
Nee, will ich nicht machen. So, ich wollte noch mal kurz mit euch zusammen jetzt den Monat, die Monatsübersicht. Also wir haben mal wieder 38.000 an Öl exportiert, einmal Kleidung, wie immer. Ein bisschen Bretter, das ist auch okay. Aber entscheidend wird wahrscheinlich sein der Einkauf. Klar, die Baustoffe müssen wir wegnehmen. Sprit ist natürlich mittlerweile echt heftig. So, Chemikalien sind auf 2,7 zurückgegangen. Ansonsten, ja, ich habe keine anderen Sachen mehr eingekauft. Gut, die vier Kleidung auf die. Die kommt es mir nicht an. Ja, ich muss immer noch Bretter einkaufen, wenn ich was baue. Das ärgert mich, obwohl ich Bretter. Also, es ist dann tatsächlich so, wenn man den Schnellbau aktiviert hat und nicht wie im Realismus-Mode oder jetzt über das Baubüro selber baut, dann werden auch die Sachen eingekauft, die man eigentlich auf Lager hat. So. So, wozu habe ich das Warenhaus? Aber ich nehme jetzt das Chemiewerk raus. Das Warenhaus hier. Nee, aus dem Warenhaus kann man mit Chemikalien beladen werden. Genau, so rum soll das sein. In der Hoffnung, dass die Chemikalien auch irgendwann mal darüber wandern. Gut. Und bevor ich jetzt wieder eine 40-Minuten-Folge mache, weil ich wieder vergesse, die Folge zu beenden, mache ich das an dieser Stelle. Muss ich um den Müll hier auch noch kümmern, fällt mir gerade ein. Ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.